meine Lieben, herzlich willkommen bei Avanacho und herzlich willkommen im Talos-Prinzip Road zu Gena. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe jetzt tatsächlich, wie ich ja Ende der letzten Folge gesagt hatte, mal geguckt, wie ich das Ding darüber kriege, dass das mal Bumm macht. Es ist sowas von simpel. So dämlich simpel. Es ist halt mal wieder Ecke. Nicht wahr? Mach den erstmal so. Obwohl, ist ja wurscht. Ich weiß nämlich nicht, ob das, das habe ich, nee, den sollte ich lieber lassen. Ich habe das andere nämlich gar nicht ausprobiert. Achso, der ist jetzt mal auch wurscht. Weil ich muss jetzt den hier erstmal drehen. Und das mache ich jetzt einfach mal so. Obwohl, so auch doof. Ne, eigentlich nicht. Das heißt, nee, mach mal so. Und dann nehme ich mal den Yamaha und bügel hier mal rüber. Tachchen. Und so. Und jetzt halten wir die gleich erstmal an. Halt. Ist an der Ecke vielleicht nicht ganz so gut, oder? Dann probieren wir. Die haben wir jetzt, schon mal so gedreht, weil wir hatten ja gesehen, wie die Kugel immer da hoch ist und darüber ist. Da hat die Kugel, diese kleine Bombe hier, ja immer so einen Satz nach vorne gemacht, bevor sie denn weiter ist. Und genau deswegen drehen, damit sie einen Satz nach hinten macht. Das ist nämlich das Ding. So, machen wir dann mal so und so und so, ne? Ja, klar. Und so. Dann können wir die wieder abnehmen und müssen die gleich oben auffangen. Ach, verdammt. Dachte ich mir. Oh, jetzt hat er sich schon wieder gedreht. Falsch rum. Falsch rum, Digga. Kiste? Machen wir halt mal kurz so. Dann geht das wieder. So. Sag ich doch. So geht's dann auch. Und jetzt müssen wir einmal so machen und dann müssen wir den nehmen und müssen, schon richtig gedacht, dahin. Und jetzt wird lustig, weil jetzt brauchen wir Connector Nummer 2. Da ist er ja. Und den kann ich eigentlich gleich mal passend verbinden. So. Ja, wunderprächtig. Ich habe das auch jetzt noch nicht weiter gemacht, als halt nur die Kugel darüber geschoben. Ich habe auch tatsächlich ein bisschen gebraucht, bis ich auf den Gedanken gekommen bin, die Kugel zu drehen. Das hat echt ein bisschen gedauert. Ach du Dummerchen. Lass das doch. Das war doch jetzt schon wieder Blödsinn. Wo ist sie denn da? Ich muss die Kugel doch erstmal nach oben kriegen. Warte mal. So. Wie? Das ging doch eben. Wieso geht denn das jetzt nicht mehr? Aha, sowas Doofes. Na super, jetzt dreht die sich doch wieder. Nein, tut sie nicht. Aber es haut nicht hin. Das ist nicht witzig. Das ist gar nicht witzig. So. Nee, das bringt jetzt mal gar nichts. Mach halt mal kurz hier irgendwo hin. Ach, bin ich geppert. So. Und jetzt mal, doch, jetzt läuft sie doch richtig. Ist alles gut. Wo ist sie denn? Ich bin heute so ein schlaues Kerlchen. Kann mir mal einer sagen, warum das jetzt nicht mehr funktioniert? Die ist eben oben geblieben. Die dusselige Kugel.
Wieso denn jetzt nicht mehr? Verstehe ich nicht. Wieso fällt die jetzt immer runter? Oder? Das wäre möglich. Aber so schnell bin ich nie. Nee, dachte ich mir. Ich krieg die Krise. Ich krieg gerade echt die Krise. Ich habe das eben alles gemacht, hat wunderbar funktioniert. Und jetzt sowas. Das ist doch, das ist doch jetzt echt mal Blödsinn. Habe ich denn... Nee, ich habe ja hier jetzt gar keinen Ventilator dran. Aber ich würde an den da hinten rankommen. Warum nehme ich den dann jetzt nicht einfach mit? Weil dann interessiert mich das überhaupt nicht, ob diese Kugel jetzt oben lag oder nicht. Ich meine, ich versuche es jetzt nochmal. Schwinge ich mal nach oben. So. Vielleicht ist auch nur das Timing falsch gewesen. Nö, kommt trotzdem wieder runter. Zweite Mistvieh. Okay. Mach es halt anders. So, mach so. Dann holen wir uns jetzt einfach mal da hinten. Den komme ich nicht dran. Brauche ich erstmal die Kiste hier. So. Mach die Tür auf, dankeschön. So, da haben wir doch noch einen. Und dann sollte mich doch mal an die Füße kratzen, mal ganz ehrlich. So. Mach die Tür wieder auf. Ich brauche meine Kiste. Mach die Tür wieder auf. So. Ja, du kannst mich auch. Aber sowas von, das glaubst du gar nicht. So. Fertig. Und jetzt... Kannst du mich mal kreuzweise an die Füße kratzen? Oder auch nicht? Na gut, warte. Geh halt noch einen Meter. Ja, ja, ich weiß. Das machen wir jetzt anders. So. Läuft alles? Ja? Gut. Oben und da. Kabum. So, hat er jetzt davon. Das hat eben mit nur einem Ventilator funktioniert. Warum jetzt nicht? Verstehe ich nicht. Na gut, auf jeden Fall, wir haben es. Jetzt erledigt. So, jetzt muss ich diese Tür öffnen. Das geht einfach. Und dann brauche ich eine Kiste. Die ist, wo habe ich die? Ach da. Dann kann ich die nämlich einfach mal hier drauf stellen. Und, habe ich ein Problem. Es sei denn, habe ich ein Problem. Weil das geht. Dann komme ich hier schon wieder nicht mehr rein. Und wenn ich den jetzt mal nehme, das ginge. Schön. Aber ich komme... Idee. Mal ja, aber dann gleich machen. Moment mal. Da brauche ich auch wieder eine Kiste. Okay. Kiste. Wo habe ich denn Kiste? Eine Kiste? Eine Kiste? Ah, zweite Kiste.
Kondings da. Ja, auch nicht wirklich schlau, ne? Idee. Komm mal mit. Ich brauch dich mal. So. Edge. Hast du jetzt davon? So, und jetzt nochmal zurück. Ich hoffe mal, das passt jetzt. Ah, doch so. So geht's. Gut. Ja, ja. Nee, ist ja die richtige Tür. Ich dachte jetzt schon falsche Tür. Nee, ist doch in Ordnung. Alles gut. Mach auf. Und doof. Moment. Da ist er wieder. Ja, nee, ist klar. Und jetzt? Doch die falsche Tür. Ist ja doch die falsche Tür. Ich muss doch den hier auch aufhaben. Ah, kriege ich hin. Das Dumme ist nur, brauche ich schon wieder Kiste. Nein, falsche. Ja doch, kurzzeitig. Weil baue ich an Beschwernis. Und das bietet sich ja an. So. Hat soeben zumindest getan. Beschwernis. Und einmal hier rumlaufen und Beschwernis. Und. So. Oh, Entschuldigung. So geht. Dann komme ich hier rum, dann komme ich hier rum, dann komme ich hier rum, dann komme ich hier rum und dann komme ich hier rum. Hab dich. Wo bist du denn? Ach da. Hey Digga. Hallo? Sag tschüss. Rockwell. Rockwell. Sag tschüss. Wo ist dein Problem, Kollege? Hm? Aha, geh doch. So, komm, so schnell dich deine Füßchen tragen. Na, lauf, 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 lauf. Weg. Und ab der Marsch. Wenn ich so auf die Uhr gucke, das schaffen wir bestimmt nicht mehr, ne? Ich würde sagen, wir machen eventuell eine etwas kürzere Folge wieder, aber wir gucken hier auf jeden Fall natürlich jetzt erstmal ordentlich rein. Nice Eingang, wie schön. Was haben wir hier? Das Pendel. Oder? Okay, ich kann hier Kisten drauflegen, wie schön. Na ne? Achso, hier geht's nur wieder raus. Alles gut. Geh mal weg. Das reicht nicht bis da. Das reicht nicht von der Höhe her. Bis da oben hin. Wenn ich da eine Kiste draufstelle.
Also ich habe zwei Kisten, die ich draufstellen könnte. Naja, ich könnte auch einfach den da nehmen, ne? Glaube ich. Passt der denn? Oder würde der passen? Machen wir mal so. Machen wir mal so. Der ist ja dann auch viel zu weit weg. Wenn ich den jetzt so mache. Und geht ja gar nicht. Nein, ich kann. Das geht hier nie mit der Kiste. Der kommt da oben nicht durch. Zwei Kisten? Ich glaube, der wird dann zu schnell gestört. Mal gucken. Mach mal so. Er geht nicht. Das habe ich mir auch schon irgendwie so beinahe gedacht. Gib mal her, aber draufstellen. Nee, geht ja auch nicht. Ah, der könnte vielleicht doch passen. Warte mal. Nehmen wir den mal gleich mit. So, komm mal einmal her. So. Mal gucken wir mal. Also so. Okay, jetzt müssen wir den wieder abnehmen. Kiste. Danke. Weil hier drauf stehen. Ich glaube, das haut von der Höhe her nicht hin. Nee, nicht ansatzweise. Geh doch mal weg. So komisches Ding. Du, achso, nervig. Ja, hab ich. Und, der bin ich denn jetzt? Der Platz hier war doch irgendwo einer. Da ist er ja. Dann müsste ich den ja eigentlich stören. Das haut er auch wieder nicht hin. Ich glaube, das geht alle nicht. Ja. Aber ich habe nur einen Jammer, das heißt, ich könnte eigentlich nur. Ich kann ja nur den hier stören. Müsste aber eigentlich beide stören. Beziehungsweise eine Kiste hinsetzen. Ich habe aber keine andere Kiste. Gucken wir mal. Nee. Da ist keine andere nicht da. Das ist doof. Geht das wohl. Ich glaube, der Grundgedanke ist so schlecht nicht. Die Sache ist halt, dass ich beide. Eigentlich anhalten muss. Da habe ich mir nämlich schon gedacht, dass das hier oben nicht passt. Aber wie soll ich denn beide anhalten? Der geht ja nur von da nach da. Habe ich hier noch irgendwie irgendwas stehen? Nee.
mache ich nicht. Das ist ein Problem. Ein kleines. Da kümmere ich mich aber in der nächsten Folge drum, meine Lieben. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen hoch da. Teilt es gerne auf eure Social Media. Das würde mich natürlich auch sehr freuen. Und schön, dass ihr da gewesen seid. Und wir stören uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn ihr mögt. Mich würde es freuen. Also, bis dahin. Bye-bye.